meiner Seite möchte mich auch nochmal bei der Orga hier bedanken, dass ich hier eingeladen wurde. Es ist eine große Ehre für mich. Und jetzt hat sich der Raum inzwischen schon deutlich geleert. Trotzdem möchte ich kurz eine Abfrage starten. Wer coacht in der Offense? Wer coacht in der Defense? Also so 50-50, okay. Und ich muss sagen, es ist eine tolle Erfahrung für alle, die, oder eine tolle Möglichkeit, die ihr hier nutzt. Ich habe selber, war ich 15 Jahre, oder 15 plus eigentlich auf der offensiven Seite, habe dann zur Defense-Seite gewechselt und muss sagen, hat mir einen ganz neuen Horizont auch eröffnet. Das heißt, für die 50% Offense-Coaches hier, die ihr habt, das ist auch eine tolle Möglichkeit, natürlich den Gegner kennenzulernen, zu wissen, was die andere Seite macht. Aber dann natürlich auch für die Defense als Staff muss ein DB-Coach wissen, was die D-Line macht, muss ein Linebacker-Coach wissen, was die D-Line macht. Nein, ja, das entscheidet ihr letztendlich hier selber. Aber wichtig ist, dass es, je mehr ich über das Spiel erfahren kann, desto besser kann ich es auch coachen. Und jeder hat es schon mal gehört, it's a simple game, made complicated by coaches. Und AJ hat auch schon davon gesprochen, es ist wichtig, einen Weg zu finden, wie ich es meinen Spielern so erklären kann, dass es für die klar ist. Wir sprechen immer von Clarity of Purpose, dass sie wissen, was sie machen sollen, damit sie dann im Endeffekt auch schnell spielen können. Bei unserer Defensive Line beginnt die gesamte Defense, deshalb kann ich nicht genug sagen, wie wichtig die Defense Line für uns ist. Bevor ich aber mit dem eigentlichen in die Details gehe, als ich noch Offense Coordinator war in unserem Jugendteam und wir 2015 umgestellt haben auf eine 3-4 Defense, dachte ich als Offense Coordinator immer, schaffen wir es überhaupt, den Lauf zu stoppen? Und habe dann meine Progression, wie wir die Offense installieren, eigentlich gleich gelassen. Wir machen halt unsere Adjustments gegen die Art Fronts und so weiter. Und habe das bitter büßen müssen und habe die Progression dann nach der ersten Woche dann nochmal überarbeitet, weil sich letztendlich dann doch einiges ändert. Und viele Offense Coordinators hier, wenn ich sage 4-3 Cover 2, ist wahrscheinlich das, was man immer noch am meisten sieht. Jeder schreibt sich seine 15 Openers runter und sagt, alles klar, da haben wir das, da haben wir das, da haben wir das. Und der große Vorteil von unserer 3-4 Defense ist eigentlich, dass wir ganz viele Multiple Looks geben können. Und das ist sehr, sehr schwierig, sage ich mal, als Offense dagegen zu schemen. Aber letztendlich beginnt alles an der Linie. Bevor ich anfangen möchte, der Peter hat es schon gesagt, der ganze Erfolg wäre nicht möglich ohne die anderen Coaches, die ich habe. Und ich habe es auch im Vorfeld schon gesagt, es ist wichtig, dass der Staff jeder seine Aufgaben hat, aber dass auch jeder die Aufgaben von einem anderen kennt. Ich habe hier jetzt auf der linken Seite den Tom Bauer, der für unsere Corners zuständig ist, David Zeller für die Inside Linebacker, Primo Lucini für die Outside Linebacker und Cody Pastorino, der uns viel hilft mit Schemes, On-the-Field, Adjustments und auf der rechten Seite der Bernd Schnurrer, der hier auch schon mal gesprochen hat, unser D-Line Coach. Und letztendlich alles, was wir vorgeben an Schemes und so weiter, beginnt eigentlich mit den Jungs, weil die direkt in den Positionsgruppen mit den Spielern arbeiten. Und als Coordinator ist es ganz wichtig, dass da immer ein Austausch da ist und dass man auf der gleichen Seite vom Playbook ist und dass man die gleiche Sprache spricht und so weiter. Und ich möchte an der Stelle auch den Coaches nochmal danken, die alle hier heute sind. Ohne euch wäre es auch alles nicht so möglich. Danke. Ihr seht schon, akribisch werden da Daten ausgearbeitet. Ja, Friedemann Hess ist auch heute hier, ja, der da einen Riesenjob macht. Wer ihn nachher sieht, kann sich da gern noch ein paar Huddle-Details dann abholen. Okay, 3-4 Defense habe ich schon gesagt.
kann man unterscheiden, wenn man über 3-4 Defense spricht, über One Gap oder Two Gap. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Unser großer Vorteil, den wir sagen, wir sind eine One Gap 3-4 Defense, ist, wir haben eine klare Zuteilung. Wir wollen nicht, dass unsere Defense Line zögern muss, sondern wir haben gerade schon über die Laws of Combat gesprochen. Für uns ist die Geschwindigkeit und die Physicality ein ganz wichtiges Element, eigentlich in allen Positionen, aber insbesondere bei der D-Line. The Clarity of Purpose gibt den Spielern die Möglichkeit, dann auch schnell zu spielen. Und deshalb sind wir da so hinterher, dass es immer klar ist, wer dann was machen muss. Gap-Verteilung könnt ihr hier sehen. Jeder ist im Prinzip für einen Gap zuständig. Wenn man so durch die Reihe geht, wird einem auffallen, dass wahrscheinlich eines fehlt. Und das ist letztendlich diese Multiple Looks, dass wir in der Regel eigentlich mit 4 Leuten rushen und es aber unklar ist, woher der 4. Rusher kommt. Und dadurch einfach dann auch Multiple Looks geben können. Ganz wichtig für uns, das ist die erste Seite aus dem Position Manual für unsere D-Linemen. Und es soll eigentlich das zusammenfassen, was ich jetzt eingangs gesagt habe. Play fast, clarity of purpose. Wir wollen, dass die wild, ungebändigt, spielen können, explodieren und in der Regel können sie nicht falsch sein, wenn sie schnell und hart spielen. Und unsere D-Line ist auch die Positionsgruppe mit dem größten Hustle und so weiter. Und es ist einfach auch dank Bernd Schnorrer nochmal, der da einen sehr guten Draht zu den einzelnen Spielern hat und die ist sehr gut betreut in dem Bereich, dass sie wirklich ja, wie so losgelassene Haie. Denn wenn die mal Blut gerochen haben, dann geht einfach die Post ab und es ist grundsätzlich unser Mindset. Ja? Statt ich kontrolliere meinen O-Lineman, dann gucke ich erstmal, was geht. Nein, ich will sofort explodieren und fressen. Immer hungrig. Ich werde mich nicht so viel mit Schematics aufhalten, sondern eher die einzelnen Techniken nochmal erklären, vielleicht Drill-Möglichkeiten können wir dann nachher nochmal besprechen. Von den Fronts her sind wir sehr simpel. Wir haben eigentlich 2 Fronts. Eine 50-Front, wie ihr hier seht, standardmäßig, Nose Head Up. Die beiden Ends außen bei den Tackles. Und eine 30-Front oder Bear, wie ihr es auch gerade am Beispiel bei Wisconsin gesehen habt, mit 2 Dreier-Techniken und dem Nose dahinter. Das sind eigentlich unsere 2 Basic Fronts. Wade Phillips hat es mal in einem Interview gesagt, weil ich jetzt gerade von 5-Technik gesprochen habe und 3-Technik und wenn man sich ein paar Pro-Playbooks anguckt, dann sprechen die von einer Heavy 5, Loose 9, Two-Tags, was es alles gibt, es ist alles berechtigt, hat wahrscheinlich alles seinen Grund. Wir für uns, um auf Wade Phillips zurückzukommen, haben immer die Regel Take Ability Alignment. Okay? Und Wade Phillips hat es mal so gesagt, er hat immer verschiedene Spieler, die unterschiedliche Möglichkeiten haben, vielleicht jemand Explosiveres oder jemand Kräftigeres, sag ich mal, um das jetzt auf unseren Bereich runter zu zoomen. Ich habe vielleicht jemanden, der ist explosiver, ja, der kann sich vielleicht ein weiteres Alignment gönnen und ein anderer muss halt einfach heavier stehen, damit er den Job erledigt kriegt. Und das ist eigentlich, was Ability Alignment bedeutet. Stell dich so auf, damit du deinen Job erledigen kannst. Und deshalb sind die Fronts relativ simpel, dass sich die Linemen eigentlich so aufstellen, dass sie ihren Job dann auch erledigen können.
Wenn wir über Techniken sprechen, ist die Grundvoraussetzung dafür auch, was wir Block Recognition benennen, und damit verbunden ist immer eine Reaktion. Und Reaktion bedeutet für uns, es ist was, was so installiert wurde oder so oft wiederholt, dass der Spieler darüber eigentlich nicht mehr nachdenken muss. Ja, dann reagiere ich. Ich erschrecke und dann mache ich irgendwas. Ja, jeder kennt es, irgendwas fällt runter, man greift automatisch danach, ganz egal, ob das jetzt vielleicht das Küchenmesser ist oder nicht, da ist es vielleicht dann gar nicht so gut, dass man danach greift, aber man hat es dann einfach so drin. Und letztendlich wollen wir das auch erreichen mit unserer D-Line. Laws of Combat, oder sag ich mal, wenn der erste Punch unterwegs ist oder wenn da einfach Massen aufeinander prasseln, dann wollen wir nicht, dass die Spieler da noch großartig drüber nachdenken müssen, welche Technik muss ich denn jetzt abliefern, sondern eigentlich beginnt alles immer mit unserem LPS. Ich werde es jetzt hier nochmal erklären. Also, ich kriege einen Drive Block, Bewegung nach vorne, der Offensive Tackle jetzt hier, alles am Beispiel von der Five-Technik jetzt. Ich versuche, meine Hände innen reinzukriegen, so wie es der AJ auch schon gesagt hat. Und ich versuche, das B-Gap so eng wie möglich zu halten. Oftmals hat man das Problem, dass die Five-Technik dann zu weit upfield rusht und dann eigentlich nochmal eine Vertical Crease entstehen lässt, dadurch, dass wir zu weit im Backfield sind. Deshalb arbeiten wir da eigentlich in einem 45-Grad-Winkel als Richtwert, um das B-Gap zu squeezen, ohne dass wir zu weit upfield kommen. Und wir versuchen immer mit so Buzzwords zu arbeiten. LPS muss jeder in unserem Programm kennen, was das bedeutet. Wir wollen zuerst locken, das heißt Arm Extension, get your hands inside. Und wenn ich diese Position habe, dann kann ich noch schauen, habe ich die Möglichkeit, wie entwickelt sich das Play und habe ich die Chance, mich zu lösen. Wir sind zwar ein One-Gap-Defense und wir haben für jedes Gap einen Verteidiger, aber durch das Gap, wo der Ballträger durchgeht, ist es uns natürlich immer lieber, wenn ich nochmal einen halben Mann vielleicht dazu bekomme. Das heißt, ich bin hier in meinem Block und sage jetzt nicht, okay, ich bin geblockt, sondern ich sehe, das Play kommt nach innen jetzt von mir und der Ballträger ist committed inside, dann kann ich den Typ loswerden und kann natürlich dann auch nach innen gehen, kriegt vielleicht nochmal einen Arm auf den Ball oder einen Arm an die Hüfte und kann dann einen Linebacker oder einen anderen D-Lineman unterstützen beim Tackling, sodass wir immer one and a half guys on the board here bekommen. Dazu habe ich euch ein paar Videos. AJ hat ja gesagt, wer Clicks macht, der nimmt das eigene Tape. Ja. Ihr kennt es wahrscheinlich selber, unsere EDDs, unsere Everyday Drills werden in der Regel nicht gefilmt. Ja, wer das natürlich kann, super. Wir versuchen es jetzt dieses Jahr auch wieder vermehrt zu machen mit den ganzen Huddle on the Field, sprich mit dem iPad. Lässt sich dann leicht hochladen und man kann es dann den Spieler einfach nochmal zeigen. Aber das wäre eine Drill-Möglichkeit, wie wir das auch coachen. Und da auch einfach nochmal das Appell, es gibt mittlerweile, oder ich bin in einer Zeit groß geworden, wo ich jeden Zeitungsschnipsel oder jedes Magazin Seiten abgeheftet habe und archiviert, weil es so schwierig war, an Informationen über Football ranzukommen. Kann sich mittlerweile niemand mehr vorstellen, weil es in der Zwischenzeit eigentlich genau das Gegenteil ist. Es ist eine Flut von Informationen da draußen in den Netzen, YouTube, Twitter ist ganz groß, wo man viele gute Quality Cut-Ups auch herbekommt. Und da muss man dann einfach auch vielleicht kreativ sein. Vielleicht kann ich das als Tool dann nochmal nehmen, um meinen Spielern das dann nochmal zu visualisieren. Es ist alles da draußen, man muss es nur finden. Und das ist dann an uns Coaches. Also, Loaded Stance, das seht ihr alles. Und das ist eigentlich das Erste, was wir wollen. Diese Lock-Situation. Active Feet. Jetzt sehe ich, der Ball committed outside. Gepiekt,
separated. Und dann sind wir auch immer, für uns wichtig, alle Drills, die wir machen, sollten immer eine Art von Finish haben. Ja, ihr seht jetzt hier, in der Shimmy Position, in einer guten Technik Position, ist der Finish. Lock, Peak, jetzt sehe ich, die Ball kommt nach außen, separate and finish with the Shimmy. Also eine einfache Variante, das Ganze auch zu üben. Hier aus dem Spiel heraus, hier Devin Benton, der End. Hat die Hände innen, guten Pad Level, kriegt seine Arme gestreckt. Ihr seht, er peakt, Ball committed inside und er squeezed halt das B-Gap so weit als möglich, damit die anderen einfach einen kürzeren Weg haben, weniger Raum, um dann das Play zu machen. Ihr seht auch schon, wie aggressiv er nach vorne arbeitet. Ja. Er weiß, meine Aufgabe ist Lock Feet Separate und alles, was danach kommt, filtert sich praktisch dann oder entscheidet sich dann von dieser Technik. Also wir beginnen eigentlich immer gleich. Hier auch wieder Devin Benton hier unten. Gute Extension. Und ihr seht dann auch, Ball committed inside. Er hat die Separation und wir kriegen mehrere Leute an den Tackle ran. Und das ist eigentlich immer gut für die Defense. One and a half guys. Makes life easier. Hier wäre jetzt ein ähnliches Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, Devin wäre in einer weiten Dreiertechnik oder 4-Eye oder wie auch immer. Er weiß, sein Job ist LPS beim Guard und ist dieselbe Technik für uns. Und kann hier sich dann auch wieder lösen und nochmal einen halben Mann bekommen. Hier seht ihr jetzt Simon Butch, nicht dass es immer nur der Devin ist. Simon Butch war lange Zeit auch beim Swaco Raiders, sitzt seit ein paar Jahren bei uns. Und ist ein Beispiel dafür, was man alles erreichen kann mit guter Technik. Er ist ein absoluter Technik-Fanatiker, investiert da viel Zeit und Training da rein, seine Techniken zu verbessern. Und klar hat er ein paar Kilo weniger als der Devin, ist vielleicht nicht ganz so explosiv, aber für das System und auch für ihn gibt es immer wieder die Möglichkeit, dann Plays zu machen, weil er technisch einfach sehr, sehr gut ist. Ja, hat den Arm dann innen, kämpft in Position und hier ist jetzt, wäre ein wichtiger Punkt, ja, er squeezes das B-Gap jetzt nicht so, wie wir das gerne hätten, ist natürlich auch bedingt wahrscheinlich durch den Nachteil, den er von seinem Gewicht hat, aber er gibt einen klaren Read für den Linebacker, was es ihm dann wieder leicht macht, dann entsprechend zu fitten und mehr brauchen wir dann in der Situation auch gar nicht. So. Das war LPS. Dann der Reach. Für uns großer Faktor und wahrscheinlich mit am schwierigsten zu spielen. Patrick, schreibst du auf? Ja, durch die Aggressivität, aber wir versuchen es trotzdem, um unser Leverage, hat AJ auch schon angesprochen, Leverage ist für uns immer ganz wichtig,
wenn wir den Leverage verlieren, muss ein anderer replacen. Und beim Reach, dadurch, dass wir auch aggressiv nach vorne arbeiten, wollen wir auf jeden Fall den Knockback. Das heißt, jedes Outside-Zone-Play wird eigentlich gekillt durch Penetration, there it is. Good. Und das wäre unser Knockback. Kann ich das eigentlich auf Full Screen hier? Bitte einer auf Full Screen sagen, dann wenn es nicht Full Screen ist. Okay, hier seht ihr jetzt auch wieder Simon Butch. Hat den Arm innen, wie bei LPS auch, nimmt den jetzt eigentlich dazu, um sein Leverage zu halten, force das Play wieder nach innen zurück und Play wird dann gefressen vom Pursuit. Letztendlich gleiche Technik auch für unseren Nose, der jetzt hier gegen Center arbeitet. Unsere Grundregeln, auch nochmal zum Ability Alignment, ist immer, stellt euch so auf, dass ihr nicht gereached werden könnt, don't get reached, und das zweite, don't get cut off. Also eigentlich zwei einfache Regeln, die natürlich eine immense Auswirkung haben auf unsere Defense. Die können nicht gereached werden. Und der Hintergrund ist natürlich, wenn ich zu einem Spieler sage, stell dich so auf, dass ich dich nicht reachen kann, würdest du dich wahrscheinlich so weit wie möglich aufstellen. Ja? Dann kann ich ihn natürlich nicht reachen. Aber was ist natürlich dann schwierig zu spielen, wenn ich dich hier vom Play abschneide, ja, dann ist es natürlich schwierig. Deshalb muss ich da die Balance finden, wo kann ich mit meiner Ability mich aufstellen, um den Job dann hinzukriegen. Das ist aus dem letzten Jahr, aus den Playoffs. Hier Devin hält auf jeden Fall sein Leverage. Und es ist jetzt nicht exakt die Handposition, die wir wollen. Aber ihr seht schon, was es dann letztendlich für das Play macht. Wir bekommen Penetration und haben dann einen in jedem Gap. Wieder zurück in der GFL haben wir hier einen guten Clip, wie wir das auch coachen, Level the Reach. Wir kriegen den Impuls nach außen und versuchen, die äußere Schulter so weit nach hinten wie möglich zu kriegen, um dem O-Lineman das wegzunehmen, dann letztendlich um die Ecke zu arbeiten. Und wir wollen natürlich ihn auch nicht mitspiegeln bis zur Sideline. Irgendwann geht der Ball zwar dann out of bounds, aber wir wollen so früh wie möglich das Feld begrenzen und wollen da natürlich dann den Knockback, um dann letztendlich das Play dann auch zu verkürzen. Den Raum für die Offense dann kleiner zu machen. Hier seht ihr auch wieder Simon, LPS beginnt es, setzt die Ecke, kann sich jetzt hier dann lösen, committed outside, macht jetzt nicht gleich den Tackle. Aber wichtig in unserer D-Line, wir sagen immer, ihr seid nie falsch, wenn ihr den Ballträger zum Zurückcutten zwingt. Ja, ich habe gerade schon gesagt, wir wollen das Feld für die Offense so klein wie möglich machen. Das heißt, wenn ich es schaffe, das Play abzuschneiden und den Cutback zu zwingen, dann halbieren wir das Feld und können dann dementsprechend reagieren, bekommen mehr Leute in kleineren Space. Hier cut es zurück und irgendwann kommt dann der Pursuit. Trotzdem darf er natürlich den Tackle machen, da habe ich auch nichts gegen. Hier ähnliches Prinzip. Erkennt den Reach relativ spät, aber bekommt, sage ich mal, die 2 Yards Penetration, die wir brauchen. Was AJ vorhin auch schon gesagt hat, der Key ist der Tackle. Und wenn der Tackle nach hinten geht, erzwingen wir dann auch wieder einen Cutback. Und so wirkt der Knockback dann eigentlich wieder zu uns im Favor. Den Drill finde ich immer ganz interessant, das zu machen. In der Reinform
sage ich mal, das so hinzukriegen, wäre dann eine Möglichkeit, um den Spielern eine Möglichkeit zu geben, hey, was passiert, wenn ich den Reach, wenn ich gereached wurde, ja? Und natürlich versuchen wir das zu vermeiden durch den Knockback, aber was soll ich machen, wenn ich doch gereached wurde, ja? Und eine Möglichkeit wäre hier die Push-Pull-Technik, wo ich dann sagen kann, okay, ich habe meine Hände gut positioniert und kann dann eben mit Push-Pull arbeiten. Und ich denke, das ist auch ja, weitläufig bekannt. Okay, die nächste Möglichkeit wäre, wenn unsere D-Linemen an Block kommen. Ja, im Zeitalter von Zone Read, großes Thema. Und beziehungsweise auch dann gegen Power Running Game, der End bleibt über, wird gekickt oder wird getrapped oder wie auch immer. Und auch da ist es wichtig für uns, dass die Reaktionskette für die D-Line stimmig ist. Und letztendlich der erste Punkt wäre Friction. Okay? Was bedeutet das? Ich will so viel wie möglich von dem Offensive Tackle mitnehmen, um meine Linebacker zu schützen. Ja, wenn ich O-Lineman frei releasen lasse und die Linebacker dann sofort jemanden im Gesicht haben, immer schwierig für die zu spielen. Deshalb geben wir unserer D-Line auch so viel Liebe wie möglich, weil die zwar den härtesten Job vorne haben, aber auch den Job, der am meisten Spaß macht, weil sie einfach nur sich aufstellen können und schnell spielen. Ja, aber der Service-Gedanke ist dann natürlich immer dabei und Friction ist dann für uns ganz wichtig. Dann, je nachdem, welches Scheme wir spielen, Convert to the Call. Hat wahrscheinlich jeder, wenn er Gap Exchange oder sowas dann spielt, dass wir dann eine Crash- oder Surf-Technik spielen. Also Crash, sofort down und Surf wäre dann Shuffle Squeeze. Hier sind jetzt ein paar Crash-Examples. Auch aus dem letzten Jahr. Hier auf der linken Seite. Devin nochmal. Haben wir hier Friction? Nee? deshalb müssen wir es auch immer wieder coachen, sage ich mal, um da auch besser zu werden. Ihr seht, die Linebacker bekommen natürlich sofort Traffic. Devin macht das Play im Backfield, ja. Aber idealerweise würden wir gerne Hände an den Tackle rankriegen, um den Release dann zu verlangsamen. Und auch hier seht ihr jetzt, wie aggressiv er nach innen arbeitet. Ja, wenn wir einen Tackle machen können, super. Wenn ich den Running Back dann zum Cutback zwinge, dann ist es für uns auch okay. Ihr seht jetzt hier, im Play davor ging der Ball zu Devin, jetzt geht der Ball auf die andere Seite. Wie hart er nach innen kommen kann und wir sagen auch immer durch die Fersen der O-Line. Ja, die O-Line wird dann sowieso nach vorne arbeiten und je flacher wir nach innen arbeiten können, desto besser für uns. Und vor allem, wenn das Play dann weiter außen hitten soll, kann ich natürlich da nichts verschenken, dass ich dann letztendlich noch hinkomme. Also der Convert in Crash ist ein absoluter Sprint, ja, selbst wenn er ihn hier nicht trifft und vielleicht den Cutback erzwingen kann, ist es immer noch dann gut für uns. Hier seht ihr jetzt wieder Simon Botschaft von der anderen Seite. Zumindest eine Hand mit Friction, ja, und oftmals habe ich dann zumindest schon mal die Attention von einem Offensive Tackle bekommen. Auch hier wieder flach nach innen und kann hier jetzt zum Beispiel die erste Option dann in eine Triple Option oder Zone Read dann auch wegnehmen. Das andere, warum wir die Crash-Technik spielen oder dann dazu schemen, wäre, dass es zum Beispiel jetzt hier in einem Power-Run-Game von Berlin Rebels
ein großer Vorteil war, dass es uns in Position bringt, einen Spill zu bekommen. Das heißt, wir wollen das Play nach außen arbeiten. Dadurch, dass wir einen flachen Winkel haben, sind wir in einer guten Position. Wichtig, wenn wir spillen, ist immer, dass wir dann vertical werden. Ja, jeder Offensive Back oder jeder Offensive Lineman, sobald ich Spill sehe, werde ich versuchen, den Spieler zu locken und das Play bounce dann nach außen, ohne dass wir wirklich eine Verzögerung bekommen. Deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir inside gehen, spillen, aber dann sofort auch wieder vertical werden, um dann noch einfach disruptive im Backfield sein. Und ihr seht auch hier, Devin spillt den Running Back und nimmt dadurch eigentlich auch noch den Puller dann aus dem Play. Und natürlich, wenn ich dann vertical werde, immer erlaubt, den Tackle dann danach noch zu machen. Ihr seht jetzt ein paar Beispiele aus dem letzten Jahr, wo wir, Kai Tashinoglu ist inzwischen Offensive Lineman bei uns, ja, aber sage ich mal, die Reaktionskette hat auch er durchlaufen bei uns. Und hier seht ihr jetzt ein gutes Beispiel für Friction. Bringt die Hände ran. Ja, Jan Leiner hier damals noch bei Saarland versucht sofort unseren Linebacker in Second Level zu arbeiten und spielt dann zum Quarterback und schafft es dann unseren Linebacker freizukriegen. Leon Waldmann direkt aus der Jugend kommt, sein erstes Spiel und kommt nach vorne, macht einen Safety Big Time für uns in dem Spiel. Seht ihr auch nochmal ein Beispiel von Simon hier, bessere Friction. Ihr seht auch hier wieder, wie der Lineman eigentlich im Second Level arbeiten will. Und es muss nicht viel sein, aber wenn ich einen Schritt von ihm vielleicht extra forcen kann, dann reicht es dann schon wieder im Leverage Game für unsere Backers dann nach außen zu kommen. Auch hier ähnliches Prinzip. Downblock. Squeezen und klar macht Simon jetzt hier nicht den Tackle, aber freeze up a linebacker for us. Okay, und das Ganze, sag ich mal, was unsere Defense dann auch ausmacht, versuchen wir aus dem Slant-Game herauszumachen. Für die Slants ist es für uns letztendlich, wir sind in Bewegung, die Grundsätze bleiben aber immer noch dieselben. Das heißt, kommt der Guard zu mir, kriege ich einen Drive-Block vom Guard, LPS, kriege ich einen Reach vom Guard, Lower the Reach, wenn ich unblocked bin, Crash oder Surf, je nachdem, was wir dann gecallt haben. Ist ein One-Gap-Movement. Und unser Aimpoint ist immer die nahe Hüfte vom Offensive Guard. Letztendlich ist das unser Key. Wir versuchen immer den Fokus eng zu halten, dass es klar ist, wo muss mein Fokus sein, wo bekomme ich meinen Initiator her dann für die Reaktion. Und das ist uns ganz wichtig, dass die Line oder der Slanter dann die Hüfte vom Offensive Guard liest. Hier seht ihr eigentlich traditionelles ISO-Play von München. David Bader, jetzt gerade im International Development Program in den Staaten. Gut für ihn. Hatten auch ein Höllenjahr für uns gehabt. Hier seht ihr auch jetzt den Slant inside. Guard geht sofort weg und der Insert vom Fullback wird eigentlich sofort, eigentlich spielt er den mit. Der Tackle ist gelockt und wir bekommen jetzt auch eigentlich wieder direkt einen Linebacker frei zum Ballträger. Und auch hier arbeitet, was er kann. Natürlich immer, wenn die Lineman zwei Leute beschäftigen kann und zwei Leute bei uns sind, muss zwangsläufig irgendwo dann auch mal noch frei sein.
Hier auch nochmal ein Beispiel, wenn der Guard pullen geht, Slam inside, offenes Gap, Simon Butch hat den Tackle innen geschlagen, chased die Hüfte vom pullenden Guard, führt ihn direkt zum Play. Würde mir wünschen, dass er hier den linken Arm noch mehr durchrippt, dass er einfach seine Hüfte frei machen kann, frei ist für dann letztendlich zu reagieren hinter der Line of Scrimmage. In dem Fall hat es ausgereicht. Auch hier beim David auf der rechten Seite, Slant inside, kommt keine Hilfe vom Guard, Guard geht weg und kann dann aggressiv zum Beispiel. Hier haben wir jetzt nochmal ein Beispiel von Devin. Und ich meine, für jeder, der Offense Line schon mal gecoacht hat oder ihr werdet die Offense Coaches bestätigen können, ja, immer schwierig bei allen Zonen Run Game eine Dreier-Technik auf der Backside zu haben. Und letztendlich ist es das, was wir mit dem Slant erzielen, wenn der Guard dem Tackle keine Hilfe gibt gegen die ursprüngliche Five-Technik, dann können wir so auch hier jetzt, Devin macht nicht den Tackle, aber er halbiert das Feld. Free runner to the ball. Auch hier wieder David auf der rechten Seite. Wir versuchen natürlich auch hier wieder so schnell wie möglich vertical zu kommen. Und gleiche Coaching Point wie bei Simon. Ich muss versuchen, den Tackle wirklich zu schlagen. Ja, wenn er an meiner Hüfte klebt, mich weiter runterwäscht, ja, habe ich immer das Problem, dass ich sofort einen Vertical Crease habe. Ja, ein Running Back muss eigentlich nicht großartig adjusten, sondern kann eigentlich auf seinem ursprünglichen Path einfach weiter bleiben. Und deshalb auch hier wichtig, dann wieder vertikal zu werden. Hier ist er genau, hat es gereicht, sage ich mal, seine Disruption im Backfield. Hier seht ihr auch nochmal Simon jetzt gegen 22 Personnel. Zwingt sofort den Cutback und Piece of Cake für Linebacker und Safety. Einmal noch. Okay, dann die letzte Technik, die ich noch ansprechen möchte. Ups. Wäre dann unser Longstick, wo wir eigentlich dann zwei Gaps arbeiten, aber unser Slant liest jetzt die Reaktion von dem Guard. Kommt der Guard zu mir, crossface gehen, wenn der Guard weggeht, bin ich eigentlich wieder beim One-Gap-Slant, so wie wir es gerade eben schon gesehen haben, und kann dann die Alley nehmen. Also immer diese zwei Reads und kann dadurch ein Gap von der Offense dann klauen. Hier ein Clip aus unserem Inside Run. Simon Butch hier auf der Feldseite. Guard geht weg, dann ist es ein ganz normaler One-Gap-Slam für uns. Take the alley, force the cutback. Hier, Devin forced the cutback, one gap slant, der aber converted ist aus dem Longstick. Ja, auch nochmal, ich wollte hier eigentlich noch eins zeigen, wo der Guard nach außen kommt. Auch hier seht ihr wieder, ja, das ist eigentlich zu viel vom Tackle, finish your rip behind your head. Wäre da ein Coaching Point
Jetzt haben wir Devin mit dem Longstick. Und auch hier seht ihr jetzt nochmal dieses Get Vertical. Das ist ganz wichtig für uns. Letztendlich kommt er dann frei ins Backfield. Vielleicht schaffen wir es dann auch noch, einen Puller dann mit aus dem Spiel zu nehmen. Hier seht ihr jetzt, wo der Guard nach außen kommt. Simon nimmt den Swim drüber. Ja, wir sind eigentlich keine großen Verfechter vom Swim-Move, weil es uns halt oft öffnet. Und vor allem im Run-Game seht ihr, bleibt jetzt hier, bleibt hängen. Guard bekommt seine Hände innen rein. Ja, schafft es dann doch noch gerade so an den Tackle, aber idealerweise versucht er den zu schlagen und kommt dann auf freien Backfield. Ganz wichtig für uns ist auch immer hier, bekommen wir eine Situation, wo, wenn wir irgendwas lesen, ich muss dem Spieler eine Antwort geben können, hey, was ist, wenn der Guard gar nichts macht? Ja, oder der Guard einfach nach hinten geht. Und deshalb habe ich eigentlich gesagt, eigentlich ist ein Two-Gap-Slant dann für uns, wenn ich jetzt einen Muddy Read bekomme, wie jetzt hier, Guard kommt wieder zurück zum Beispiel, dann arbeite ich einfach ein Gap weiter und alles ist gut. Wir sehen uns dann wahrscheinlich drüben, wer noch Interesse hat. Der Fokus war jetzt hauptsächlich auf das Run-Game. Wir werden ja noch heute Nachmittag dann auch viel hören über das Pass-Game. Dann bedanke ich mich schon mal für die Aufmerksamkeit. Danke.